Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir spielen die Dark Parables Reihe weiter. Die Prinzessin und der Lebensbaum. Sagt mir gar nichts. Die anderen Teile, die anderen 8 Teile vorher waren ja alle märchenbasierend. Rapunzel, Rotkäppchen, Pinocchio, Schneewittchen, Jack und die Bohnenranke. Waren ja alles Märchen, mit denen ich was anfangen konnte. Das hier, damit kann ich gar nichts anfangen. Keine Ahnung, ob es sowas als Märchen gibt. Oder wo sie das jetzt her haben. Da würde ich sagen, ich habe es noch nicht gespielt. Das heißt, es ist für mich auch das erste Mal. Ich spiele es jetzt erstmal mit euch. Ich habe nur bis jetzt das Profil erstellt, weil das ist ja das allererste, was aufploppt, wenn man das Spiel startet, dass man einen Spielername eingeben muss. Dann habe ich auch schon die ganzen Einstellungen gemacht, damit es nicht zu laut, nicht zu leise etc. Und jetzt würde ich sagen, klick mir auf Spielen und ich hoffe, ich fehle nicht so arg. Was vielleicht aber passieren könnte, weil Wimmelbildspiele sind manchmal sehr gemeine Spiele. Was ist denn variabel? Keine Anleitung, nur Besonderheiten des Spiels. Was? Komplette Anleitung? Ach so. Wird schon passen. Mich erinnert das ein bisschen an das andere Wimmelbildspiel mit dem Schwan, das wir gespielt haben. Mir fällt so gerade nicht mehr ein, wie es hieß. Wie hieß es denn? Wie hieß es denn? Detective, you've been called to the kingdom of Dire Island to investigate a mysterious series of cracks appearing throughout the land. The phenomenon is related to the disappearance of the magic seed, which holds the key to reviving the goddess Flora, who keeps nature in balance. The prime suspect for the theft is a high-ranking member of the Swan Guard. Be careful, Detective. They all swore to put the safety of Dire Island and its people above their own lives. Ich weiß nicht, wie gut es ist, wenn er immer freihändig reitet oder mal auf einer Kutsche vor allem. Wo findet er immer wieder Pferde? Das ist jetzt schon das x-te Mal, dass wir vom Pferd fallen. Nur so. Möchtest du interaktive Hilfe erhalten? Ich glaube, wir machen mal nur Besonderheiten des Spiels. Die sind eigentlich relativ gut mittlerweile, denke ich, in Wimmelbildspielen. Da steht unser Pferd. Das da ist kaputt. Help me, please! I'm barely hanging on! Wieso hat er denn jetzt losgelassen? Help! I can't hold on much longer! Ja, dann helf ihm. Warte mal, ehrlich, du gibst ihm nicht deine Hand? Ist das jetzt sein Ernst? Got it. Pull me up. Thank you. I'm Desmond McBride, Master Tailor of the Highest Order. If it wasn't for you, I'd never have been able to answer the princess's summons. She knows I'm the perfect person to fix those strange cracks, and I certainly saw firsthand how dire the situation is getting. But actions speak louder than words. Let me patch up this crevice. Ready to see a master at work? Meisterschneider muss man sein. See?
A masterpiece in the blink of an eye. With my help, the princess will restore her kingdom in no time. There's just one problem. I got this letter from the princess, but I can't tell from it how to get to the Dire Tree. Maybe you'll see something I don't, and then we can be traveling companions. Du hast einen Kombi-Gegenstand gefunden. Du kannst ihn genauer untersuchen und ihn sogar mit anderen Gegenständen aus deinem Inventar kombinieren. Mit der Schere oder wie? Ein Auge. Jetzt sind wir diejenigen, die Auge machen. Was, das Schwanreich heißt dich willkommen, schwöre der Göttin Treue oder kehre um. Das erste, was wir brauchen, sind Aussparungen. Wir nehmen einfach mal einen Fahnenmast mit. Hey, wer macht das nicht? Wer denkt sich nicht beim Vorbeilaufen? Boah, den Fahnenmast, den muss ich mitnehmen. Das denkt sich doch jeder. Also, ist diese Augen. So, wo war ich? Ach, Fahnenmast, ja, also... Steckt man einfach mal so in die Hosentasche so ein Fahnenmast. Kein Problem. Fällt nicht auf. Was brauche ich denn jetzt eigentlich noch? Ich klicke hier wahllos irgendwelche Sachen an, ohne zu checken, was ich eigentlich brauchen würde. So, ich brauche noch so eine Bärenpfote. Das war keine Bärenpfote, aber es war was anderes, was wir gebraucht haben. Man findet immer das, was man nicht sucht eigentlich. Das da brauchen wir noch. Wir brauchen noch sowas Grünes. Das ist die Bärenpfote. Da ist das Grüne. Jetzt brauche ich noch was, so ein Ring mit Blau oben. Und sowas. Das dürfte ja eigentlich nicht ganz so schwer sein, das zu finden. Okay, das da haben wir. Und das da haben wir. Es gibt einen Bär. Naja. Wir haben eine Schere. Wie, du kriegst die Rang? Ich wollte gerade sagen. Oh mein Gott, er kann seine Hand benutzen. Und den Brief haben wir weggeschmissen, richtig? Was der nicht alles braucht. Ich brauche hier so eine Sonne. Ah, da tropft Wasser. Jetzt brauchen wir noch den Adler. Yeah.
Silbern, was? Silberner Schwan, der erste Wächter der Schwanengarde. Wofür brauche ich eigentlich den Krug? Mal so ganz doof gefragt. Ah, da ist Wasser drin. So sagt man mir das denn nicht. Au. Ich habe mir gerade aus Versehen auf den Finger gebissen. Was ist das gewesen? Muss ich die ganzen Orte hier jetzt besuchen, oder? Ah, ich muss den Weg finden. Lauf, lauf. Ach, hier. Dann hier. Dann haben wir den Baum, dann haben wir das hier. Und dann ist hier der Lebensbaum. Perfekt. Navigationskugel. If it wasn't for you, I'd never have been able to answer. Will er die? Nein. Kommt die hier rein? Ja. Excellent work. There's not a moment to spare. Let's go. Eine Stunde später. Ja, wo landen wir denn nach einer Stunde? Wie, wir sind schon da? Es war wirklich nur eine Stunde Fußweg. In einigen Bereichen sind Parabelfiguren versteckt. Finde alle drei Teile einer Parabel, um diese freizuschalten. Ich will die Feder haben. Ein Frosch, okay. Hier fehlen Aussachen. Thank you for answering my summons, Master Taylor. Your help with the cracks will be invaluable. I suggest you get to work immediately. Fear not, my lady. It is my honor to assist you in your time of need. Off I go. Sieht eher aus wie ein Ritter. And for you, Detective, I have a task of the utmost delicacy. The future of my kingdom depends on it. The Black Swan, who was once the most trusted member of my Swan Guard, has stolen the magic seed.
Without it, the goddess Flora cannot regenerate. Reitet ihr auf dem Elch? My scouts have informed me that she's hiding somewhere in the swamp. Only someone with your wits and skills can track her down. I'll be in the throne room awaiting your return with this seed and the traitor. This talisman will help you when you face her. Ooh, schick. So, jetzt klauen wir hier erstmal neben der Prinzessin die ganzen Sachen raus. Kein Problem. Einen Helm haben wir gerade leider nicht parat. So, erstmal den Frosch hier rein. Jetzt können wir hier weiter. Dann haben wir hier schon mal einen Schwan drin. Will ich wissen, was das war? Nein, ich glaube nicht. Oh. Alles klar. Winde. Dann können wir weiter zum Sumpf. Lass mich raten, das ist der schwarze Schwan. Und wir haben unseren Meisterschneider nicht dabei. Jetzt hat er auch noch die Schere weggeschmissen. Warum müssen die denn immer alles wegschmeißen? Oh. Ach, wie süß. Was müssen wir machen? Bereite dich auf den königlichen Ball vor. Wähle Gegenstände aus und verschiebe sie, um die Zähne zu vervollständigen, damit du die Prinzessin finden kannst. Kein Problem. Oh, das ging jetzt aber fix. Ja. Bereite die Hochzeit vor. Alles klar. Kein Problem, ich bin Meister Hochzeits-Wedding-Planerin. Sie hätte sich wenigstens ein frisches Kleid anziehen können. Wurde in einen Schwan verwandelt. Hol die Halskette zurück, haben wir. Ein Blatt. Hm.
Jetzt brauche ich hier auch noch was. Ich kann ihm eine Laterne aufsetzen. Will er einen Fahnenmast? Eine Goldmünze? Nein. Ich mag es, wenn du einfach mit der Karte teleportieren kannst. Das dauert nicht ganz so lang. Einige Anhänger fehlen. Ach echt? Wäre mir gar nicht aufgefallen. Müssen wir das da abmachen oder was müssen wir da machen? Während meiner Suche stieß ich auf einen Ort, der von magischen Türen geschützt wird. Ich sah riesige Spinnenweben, die vorher nicht dort waren. Es sieht so aus, als wäre da draußen etwas sehr Großes unterwegs. Ja, doch, das. Türklopfer. Ah, oh, die Schlange. Ugh, geh weg. The rumors about this swamp are true. It's a dangerous place. Ach, echt? I suppose we're even. Tread lightly now, Detective. Those cracks are everywhere. Da liegt eine Zwiebel. Sumpfschicht Inventarliste. Wachheitselixier. Keine Nickerchen im Sumpf. Sanduhr, der Wald ist zu dicht, um die Tageszeit zu bestimmen. Spinnensichel gegen Spinnweben. Alles klar. Ich brauche eine Spinnensichel. Und die basteln wir sogar rein zufällig. So ganz, ganz zufällig, aber nur. Wie es der Zufall so will. Ja, okay, ich höre schon auf damit. ja, gut. Läuft super. Ich brauche komische Dinge, die ich nicht finde. Läuft bei mir. Da ist die Sanduhr bestimmt. Müssen wir bestimmt später suchen oder basteln oder wie auch immer. Ich habe Angst, was noch so auf uns zukommt. Oh, die Sichel sieht aber ganz schick aus eigentlich. Da kann man jetzt wirklich nicht meckern. Ein Amulett. Das hier hin? Ah ja, hier. Ich habe noch keine Parabel gefunden. Vorhin hatten wir aber den Hinweis darauf.